Willkommen von der MOBA-Wirkung ist 2016, wo ich glaube ich eins meiner Highlights gefunden habe im Tablet-Bereich, und zwar bei Lenovo mit dem Tab 37. Der Neuauflage von dem Tab 37 Essential, das jetzt für 89 Euro euch ein 3G-Smartphone oder Tablet sozusagen liefert mit einem wunderschönen Design. Wie ihr sehen könnt, der Rahmen ist ultra dünn, das Display hat 7 Zoll, das Gerät auch selber nicht nur dünn, sondern fühlt sich super an, denn wir haben so eine angeraute Plastikoberfläche, wie wir es von dem ersten OnePlus One Smartphone kannten. Wir haben Splashproof Design, also wenn ihr mal irgendwie Wasser drüber laufen lasst, passiert da nichts. IP 52 zertifiziert ist das dadurch. Ein 1 GHz Quad-Core-Prozessor von MediaTek ist hier drin. Und hier, wenn wir das Lenovo-Logo kurz wegklappen, dann sehen wir, hier kommt entsprechend dann die SIM-Karte und eventuell auch noch eine Micro-SD-Karte rein, wenn wir hier das hier rausziehen. Dann haben wir genau diesen Dual-Slot, den wir auch von Smartphones kennen. Sehr schön. Mach's mal wieder zu. Das schaut hier auch sehr edel aus. Und die Kamera hinten und vorne sollte auch eine gute Qualität liefern, die wir gleich ausprobieren werden. Aber zuerst mal An- und Ausschalter und Lautsprecher sind die auch kaum fühlbar und machen auf jeden Fall Spaß hier. Hier auch mit dem übrigens Android 6.0 schon drauf, also Marshmallow ist hier drauf. Und wir probieren jetzt einfach mal hier die Kamera aus und dann sehen wir gleich, dass die hintere Kamera nicht nur schnell gestartet ist, sondern wirklich eine super Qualität liefert. Ich nehme an, das werden 5 Megapixel sein, weil wir haben leider keine technischen Daten drüber, aber ich kann es mal schnell checken. Genau, 5 Megapixel. Und wenn wir das Ganze umdrehen zum Skypen, natürlich auch sehr wichtig, dass ihr vorne die Kamera auch ausnutzt, haben wir auch noch eine sehr gute Frontkamera mit, ich nehme an, 1,5 Megapixel. Die ist auch wirklich sehr, sehr, sehr schön anzuschauen. Aber ansonsten, von der Geschwindigkeit fühlt sich das auch schön schnell an, dank dem 64-Bit-Prozessor. Und ich nehme an, mindestens 1 GB RAM. Und ich weiß gar nicht, was das Ding hier unten soll, aber ich nehme an, das ist der Modus-Wechsel. Also ihr könnt zum Beispiel in Kids-Mode wechseln. So, der andere User auswählen sozusagen. Und wie ihr sehen könnt, hier haben wir noch ein paar Apps vorinstalliert. Eigentlich relativ basic das ganze Gerät hier, würde ich jetzt mal sagen. Aber es fühlt sich einfach super an. Das Design ist super. Und für 89 Dollar eins der schönsten Tablets, an die sich Acer und Asus auf jeden Fall ein Beispiel nehmen können, was günstige Geräte angeht. Hier das Lenovo Tab 37 Essential. Bald erhältlich auch in Deutschland, wenn ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Und mein Name ist Balazs Gál, wo ich noch gar nicht die Anschlüsse angezeigt habe, wie zum Beispiel Micro-USB und Kopfhörer hier. Und auf der anderen Seite noch ein Mikrofon. Und also, theoretisch kann man das auch als Telefon benutzen, aber das ist dann, glaube ich, Asien eher der Trend. Nochmal, wenn ihr zugeschaut habt, in Barcelona gibt es dann noch bald ein bisschen mehr zu sehen hier von mir. Und noch ganz kurz am Ende der Vergleich zum Essential. Hier so hat sich's geändert. Schaut auf jeden Fall beides super aus, aber das Neue ist einfach viel, viel, viel schöner als das Alte. Wenn wir das hier anschauen, klobig und hässlich das Alte und jetzt das Neue auch eigentlich super günstig, also auf jeden Fall einen Kauf wert.